Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute sprechen wir über sogenannte Tabulatoren. Ja, sagt uns jetzt wahrscheinlich nichts, was das ist, aber ich möchte kurz einmal das Problem schildern. Anhand meiner Datei, die ich hier schreibe, ist jetzt nicht die optimale Variante, um Tabulatoren zu verwenden, aber ich glaube, es kommt relativ gut raus, was man machen will. Und zwar, hier unten habe ich so eine Aufzählung. Ja, unten habe ich eine Aufzählung und ich möchte an und für sich, dass da immer steht Datei, ja, oder Start oder Einfügen, die Namen der Menübänder, und ich möchte, dass die Beschreibung immer hier gleichmäßig beginnt, praktisch. Okay? Die zweite Zeile kann ich hier oben verschieben. Ja, weil ich da oben nehmen wir hier an, ja, hier die zweite Zeile, die könnte ich hier verschieben. Ja, passt. Ja, ich kann dem auch, wir sehen, das wirkt sich nur auf diese eine Zeile aus, wenn ich alle möglichen, da unten haben wir noch, alle möglichen, auf die ich das anwenden will, markiere, dann kann ich das da rüberschieben und da sehen wir Sendungen überprüfen, vielleicht nur ein bisschen da. Ja. Hier sollte es sein, dann müssten eigentlich alle Doppelpunkte praktisch links davon sein. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, an und für sich ist, dass die erste Zeile, das sollte auch rechts, also es soll auf links soll praktisch nur stehen, um was es geht, und rechts mit ein bisschen an Abstand soll die Beschreibung stehen. Wie mache ich das jetzt? Natürlich könnte ich jetzt machen, da Space, bis passt ungefähr. Und hier auch, es passt ungefähr. Aber es passt eben nur ungefähr und nicht genau. Ja? Das ist ein Push. Maximaler Push, da gibt's keinen. Das ist ein Wahnsinn. Ja? So machen wir das bitte nicht. Ja? Warum geht es überhaupt nicht? Weil ein Leerzeichen, ein Space, hat eine ganz andere Breite wie zum Beispiel W. W ist viel breiter oder M ist ebenfalls ein breiter Buchstabe. Ein I ist dünner, ein Leerzeichen ist ungefähr so dick wie ein I und es kommt auf die Schriftart darauf an, wie das ausschaut. Wenn ich da jetzt eine andere Schriftart verwende, ja, zum Beispiel, ich verwende hier Korean U. Beast Depp, das schaut ja gleich ganz anders aus. Also das geht nicht. Ja. Das geht nicht, dass man hier Abhängigkeiten von Schriftarten hineinbringt. Ich lösche jetzt die ganzen Spaces da wieder raus. Ja, eines reicht. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Und diese andere Möglichkeit heißt Tabulatoren. Okay? Die kann ich da oben setzen. Die kann ich da oben setzen und sage, ja, in dieser Zeile möchte ich hier Bug, einen Tabulator setzen. Einfach reinklickt. Ja, einfach hineingeklickt. Und auf einmal habe ich hier so ein Hackerl bekommen, ja, und das ist ein Tabulator. Und jetzt, wie komme ich zu diesem Tabulator? Ich drücke die Tab-Taste. Die Tab-Taste ist ganz links in der zweiten Zeile, praktisch in der zweiten zusammenhängenden Zeile, drücke ich einmal drauf, puck, und dann, schau, das macht er gleich automatisch, ja, bin ich da. Ja, und da kann man jetzt einstellen, wo ich mit meinem Tab hin will. Und jetzt kann ich das umstellen. Ja? Jetzt kann ich das umstellen auf. Schieben wir das wieder zurück da. Ui. So. Jetzt kann ich das praktisch hier festlegen, wo mein Tabulator sein soll. Wenn ich den nicht mehr haben will, nehme ich den da und ziehe den weg. Ja, und lass ihn irgendwo los. Aber trotzdem, schau, trotzdem ist das nur ein bisschen eingerutscht. Warum ist denn das? Weil es gibt Standard-Tabulatoren. Wenn ich keine setze, gibt es Standard-Tabulatoren. Und jetzt, wie kann ich jetzt unterscheiden, ob es hier Tabulatoren verwendet worden sind,
Ja? Ich meine, ich sehe es schon, weil wenn ich jetzt einmal den Pfeil nach links drücke, dann hupft der Cursor gleich so weit. Offensichtlich sind hier keine Leerzeichen verwendet worden. Aber man kann sich das auch anzeigen lassen, nämlich hier oben im Menüband, ja, links neben den Formatvorlagen, ja, kann ich mir Sonderzeichen oder Steuerzeichen heißen. Sie Steuerzeichen anzeigen lassen und dann drückt man drauf und da ist immer Base, da kommt da gleich irgendwas dazu, da kommen so komische Püs und da sehen wir, aha, ein Pfeil nach rechts ist ein Tabulator. Wenn ich das substituieren, das sind immer Spaces, werden mit Punktzahl gekennzeichnet. Das sind sogenannte Steuerzeichen. Die werden nicht ausgedruckt, ja, die werden nicht ausgedruckt, sondern die werden nur angezeigt. Und da sehe ich da schon, ja, da habe ich ein Space drinnen. Ja. Okay, die. Gehört eigentlich eh. Ja. Und das Symbol hier ist eine Eingabetaste. Okay, so schaut das aus. Ja. Und wir sehen, diese Symbole, die passen sich auch ein bisschen an den Schriftart, aber an und für sich sind sie da. Steuerzeichen heißen die. Und somit kann ich unterscheiden, ob da Tabulatoren drinnen sind oder ob da Spaces drinnen sind. Gut, und jetzt könnten wir uns hier praktisch den Tabulator, wo bin ich? Ja. Also ich habe keinen Tabulator gesetzt. Löschen wir den weg. Jetzt habe ich nur einen Standard-Tabulator drin und wenn ich einen 6er, dann ist der eine Tab, ich überschreibe praktisch dann die Standard-Tabulatoren. Rechts von meinem gesetzten Tabulator sind noch immer Standard-Tabulatoren vorhanden. Ja. Gut, also ein Tab ist einfach ein Abstand bis zu einer ganz definierten Stelle. Und diese ganz definierte Stelle, die lege ich jetzt mal hier hin fest. Hier. Wie kann ich das ganz genau machen? Jetzt kann ich das da oben hin und her ziehen, es hupft da immer ein bisschen, aber wie könnte ich das ganz genau machen? Wenn ich da einen Doppelklick drauf mache auf den Tabulator, geht so ein Fenster auf. Und da kann ich mir einstellen, okay, das ist jetzt auf 2,2 cm. Ja, der da soll auf 2,2 cm sein. Jetzt habe ich zwei da oben. Jetzt habe ich den weg. Passt. Ja, Doppelklick drauf. 2,2 cm. Und da kann ich aber noch was einstellen. Schau. Da kann ich Ausrichtung links, zentriert, rechts. Zentriert würde bedeuten, dass mein Text, das habe ich ein bisschen, vielleicht etwas einen langen Text genommen. Ich zeige das weg mit dem. Ja. Ich zeige das jetzt nochmal an einem einzelnen Wort her. Da. Ja. Mein Tab 1, mein Tab 2, Tab, mein Tab 3. Das Schöne ist, wenn ich jetzt Enter drücke und wieder schreibe, meine Tabulatoren 1, Tab, meine Tabulatoren 2, Tab, meine Tabulatoren 3. Tabulatoren, natürlich falsch geschrieben. Und jetzt möchte ich hier praktisch einen Tabulator setzen. Das schiebe ich da um. Jetzt möchte ich hier einen Tabulator setzen. Zum Beispiel da her. Ah, setzen wir noch 4. Und da sehen wir. Und den zweiten Tabulator setze ich auf 8. Und da sehen wir, das Schöne, ich schalte jetzt die Steuerzeichen wieder aus, dass wir das gut sehen können. Das Schöne, es fängt immer an der gleichen Position an. Ja, egal wie lang der Text ist. Das ist schön. Außer ich komme da hinten nur ein bisschen hinaus, dann schiebt es mir das rüber. Ja, aber ist hoffentlich klar. Ja, da muss ich eben die Tabulatoren da oben verschieben. So, was bedeutet jetzt diese Sache mit den links- und rechtsbündig? Nehmen wir da den Doppelklick her. 4 cm, den mache ich jetzt einmal zentriert. Den schalte ich jetzt um auf zentriert und da sehen wir, der Text wird, aber den hätte ich vielleicht für alle umschalten sollen.
Jetzt habe ich ja ganz schön Zeug beieinander. Jetzt zeige ich nachher, wie ich das vielleicht besser machen hätte können. Ja? Da. Der soll zentriert sein. Ja? Dann kann ich den da verschieben und wir sehen, der Text wird rund um diesen Tabulator zentriert. Ist auch ein guter Name dazu. Ne? Und den schicke ich jetzt da mal auf 7 hin. Ja? Und dann nehme ich den da und sage, der ist rechtsbündig. Okay? Und wir sehen, wenn ich den. Ah, das war ein Blödsinn. Der soll zentriert sein. Ja? Der da, das ist ja der 10,5, der soll rechtsbündig sein. Okay. Und wir sehen, wenn ich den nach rechts rüberschiebe, dann ist es rechts ausgerichtet. Das schaut ja ganz cool aus, ne? Das sind also die drei Möglichkeiten, die drei wichtigsten Möglichkeiten, so Tabulatoren zu setzen. Manchmal, mir geht es manchmal so, dass ich hier oben Doppelklick drauf mache und dann komme ich nicht in das, sondern dann komme ich in ganz was anderes rein. Ich weiß gar nicht, wie ich da herkomme. Wenn ich diese Seite, aha, habe ich Tabulator gesetzt jetzt, wenn ich diese Seite hier, dieses Dialogfeld so aufmachen will, ja, dann gibt es da unter Absatz, ja, Absatzeinstellungen, dieses kleine Hackerl, dieses kleine Dreieckerl, das zeigt mir mehr an und da kann ich hier unter Tab Stops hineinklicken und komme auch wieder daher. Komme auch wieder daher. Und jetzt haben wir schon gesehen, Herst. Abbrechen. Löschen wir diese Seiten. Ich habe jetzt überall so komische Tabulatoren drin und so weiter. Und in jeder Zeile irgendwie anders. Ja? Also ich markiere das jetzt alles noch einmal, was ich hier abgeändert habe und sage, das soll Standard sein. Jetzt ist es Standard. Und jetzt machen wir das genauso wie vorhin. Wir machen uns eine eigene Formatvorlage. Das draufdrücken, ja, Formatvorlage hinzufügen, basierend auf Standard. Und jetzt sage ich da einfach, die Formatvorlage soll heißen Menüband Auflistung, ja, Menüband Auflistung. Und jetzt geht's los. Jetzt sage ich der Absatz. Der soll einen Einzug vor, nach, Sondereinzug hängend soll es sein. Und zwar, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren, sagen wir mal 3 cm ungefähr. Ja, und Tab Stop. So, ebenso ist es bei 3 cm sein. Und jetzt habe ich das in der Formatvorlage definiert. Und jetzt markiere ich da alles und sage, all das, dieses ganze Zeug soll in der Formatvorlage Menüband Auflistung sein. Und da sehen wir, irgendwie schaut es anders aus. Ja? Irgendwie schaut es anders aus. 3 cm ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Jetzt muss ich da nur Tabs machen. Gut. Da noch ein Tab. Space kann ich weglöschen. Da, jetzt sieht man nämlich gar nicht da, zwischen dem und dem. Schaut jetzt optisch, ist optisch gar kein Unterschied. Aber wenn ich die Steuerzeichen einschalte, sehe ich da ein kleines Punktel. Das kleine Punktel ist das Leerzeichen. Ja. Deswegen Steuerzeichen können helfen, ein schönes Dokument zu schreiben, ohne unnötige Informationen. Ja. So, jetzt mache ich das da. Jetzt habe ich eine eigene Schriftart gemacht. Ist schön, eine eigene Formatvorlage. Und jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus. Ja. Gut. Ja, und jetzt ist mir das etwas zu weit rechts. Jetzt ist aber schon weit rechts. Jetzt drücke ich da und sage auf Ändern und sage, warte mal, wo müssen wir ungefähr hin? Dann sagen wir 2 cm. 2 cm sage ich Absatz hängend nur um 2 cm bitte. Okay. Und auf einmal schaut es schon gut aus.
Obwohl da oben das Tab noch immer bei 3 cm ist. Obwohl das Tab noch immer bei 3 cm ist und ich habe ja da ein Tabulator drinnen. Das ist, weil automatisch ein Tabulator gesetzt wird. Wenn man so eine hängende Formatvorlage hat, wird automatisch ein Tabulator gesetzt, da wo ich das hinsehe. Und da sehen wir schon, die erste Zeile beginnt da, die zweite Zeile beginnt hier, ja, hängend um 2 cm. Und das ist schon der erste Tab. Das heißt, den da hinten brauche ich gar nicht. Den kann ich da entweder nehmen, rausziehen und löschen. Ja, schaut noch immer genauso aus. Das haben wir aber schon ein bisschen knapp mit den drei. Schau, bei den Referenzen, das gefällt mir nicht 100%. Ich schalte mal die Steuerzeiten. Ja, es geht. Es geht. Reparieren auch, ja. Wie kann ich den Tabulator noch löschen? Doppelklick drauf. Den wählen, löschen. Okay. A weg. Ja. Oder gleiches Dialogfeld, hier oben aufmachen, Tab Stops, ja, löschen. Und jetzt gehe ich in eine andere Zeile hinein und da ist er wieder da. Also, Fehler gemacht natürlich, gell? Ändern, Menüband, Format, Tab Stops, löschen, okay. Jetzt ist er überall weg. Jetzt ist er überall weg, ja, weil jetzt habe ich es in der Formatvorlage weggenommen und jetzt ändere ich die Formatvorlage nochmal, den Absatz und sage, okay, dann machen wir halt 2,3 cm. Rutschen wir das noch ein Stückchen weiter ein und dann schaut das da unten eigentlich auch ganz okay aus. Ja? So kann man so eine Aufzählung machen. So kann man eine Aufzählung machen. Wir werden später noch eine andere Art der Aufzählung lernen. Aber ich glaube, der heutige Lernhalt mit den Tabs ist ganz gut angekommen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich weiß jetzt jeder, was ein Tabulator ist und wie wir mit ihm umgehen können. Gut, das nächste Mal werden wir uns kümmern um Kopf- und Fußzeilen. Ja, das sind so irgendwas, was da drüber steht noch. Ja, so eine Kopfzeile hat man öfter in Büchern, ja, oder Fußzeile mit irgendwelchen Seitennummern. Ja, ganz, das ist ja das soll da unten irgendwo hin, da. Ja. Wie kommen wir zu dem? Was können wir da alles eingeben? Und warum ist das auch eine gute Idee für den Tabulator? Werden wir beim nächsten Mal uns ansehen. Nächstes Mal Kopf- und Fußzeile. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.